So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Naruto Ultimate Ninja Storm Revolution vs. Duel. In der letzten Folge haben wir uns Sasuke und Obito angeschaut. Sasuke im Ninja-Weltkrieg und Obito, und zwar dieses Mal den erwachsenen Obito, nicht den kleinen. Und dieses Mal werden wir Madara, glaube ich, anschauen. Bin mir nicht ganz sicher. Denke aber schon. So, da waren wir zuletzt. Obito. Genau, Madara ist der Nächste. Den gibt's im Leben, im schwarzen Gewand und als Wiederbelebung. Den einen kennen wir ja schon und den anderen in diesem schwarzen Gewand beziehungsweise auch als Wiederbelebung kennen wir noch nicht. Der hat dann nämlich hier seinen Rinnegan und ist einfach nochmal eine Stufe heftiger und den spielen wir jetzt einfach mal. Spielen wir den denn? Zufall. In Konoha zerstört. Okay. Let the battle begin. Also der hat hier Chakra Shuriken, dann Stick und B. Blockt der echt einfach nur? Okay. Ja, das ist auf jeden Fall. Ich frage mich ja, was der blockt. Was blockst du? Ich weiß es nicht. Ah! Alles klar. Habt ihr gesehen. Genau, das andere war der Blockbrecher. Und dann sollen wir uns die Kombis anschauen. Alter, das Gesicht. Das war die Abwärtskombi. Dann die Seitwärtskombi. Ja, ihr seht schon, er ballert jetzt hier mit seinem Susanoo nicht drauf. Genau, dann die Aufwärtskombi. Ah, Kacke. Der kam ein bisschen spät. Na, macht er nicht. Jetzt mal aufhören, mich ständig aus der Luft zu holen. Ich würde gerade gerne wirklich. Danke, die Luftkombi machen. Okay, dann ein Jutsu haben wir noch. Ist das hier? Und das Ultimative, perfekt, dann haben wir den auch. This Susanoo is destruction itself. Shatter and be destroyed. Strength is not will, but a phenomenon caused by physical objects. Game over. Ja. Man beachte die Berge. Ja, das ist Madaras, ne? You can't reach me at all. Ja. Der ist, dem geht's gut. Dem geht's, perfekt. Nein, ich wollte. Oh. Einmal zurück zur Charakterauswahl. Irgendwie kommt mir das Spiel gerade sehr leise vor. Ich kann mich auch irren. Ich hoffe mal, es ist nicht zu leise. Aber irgendwie kommt es mir sehr leise vor. Keine Ahnung. Bin mir nicht sicher. Ich guck mal, wie es in der Mische später ist. Itachi, Totsuka-Schwert, Tsukuyomi, Anbu, ohne Mantel, kennen wir. Auch den Wiederbelebten, dann Kisame. Kakuzu hat ein neues Outfit bekommen, und zwar das ist die Wiederbelebung, A. Und das ist er vor Akatsuki. Und das ist er in Akatsuki. Genau. Dann Hidan hat auch sein Vor-Akatsuki-Outfit. Genauso wie Sasori. Das ist die Wiederbelebung. Hier Sasori.
und Deidara. Dann Tobi kennen wir auch. Konan hat ihr erstes Akatsuki-Outfit. Hain hat sein erstes Akatsuki-Outfit als Yahiko. Das heißt, die nächste Gestalt, die wir machen, ist tatsächlich Shisui. Alles klar. Shisui Uchiha. Gegen Yamato als Anbu. Und das ist irgendwie schon wieder eine lustige, verquere Art und Weise, sehr passend. So, die Stage passt. Shisui ist cool. Das waren die Shuriken. Stick und B, habt ihr gesehen? Macht die Klone. Alter Dude. Danke. Oh, das war. So, das war der Blockbrecher. Dann. Ah, Kacke. Ja, er ist schnell. Au. Okay, das klappt super. Mann. Kannst du mal aufhören? Ständig. Kannst du mal aufhören, ständig rauszugehen? Ich habe jetzt noch gar nichts getroffen. Okay, probieren wir die abwärts. Alter, Yamato. Alter, jetzt geht er sogar aus der Luftkombi, ey. Das war die Aufwärtskombi. Dann die Seitwärtskombi. Schön. Wow. Die Abwärtskombi. Ja, und. Ach. Vor allem, wie seine Holzscheiße mich in der Luft trifft. Holy fuck. Oh, jetzt bleibt da. Ich will doch nur die Luftkombi. Nein, okay. Mensch, Yamato, du bist kaum nervig. Egal. Holy. Ach, jetzt. Lass mich doch in der Luft einfach. Nein! Ach, verpiss dich. I'll protect the clan and the village and everyone dear to me with my own hands. Ja, Shisui. Ist gut. Mann, ey. Oh, also Shisui hat halt so lange Kombis immer. Da teleporten die ständig raus. Ich hab schon über 2 Millionen Ryu, wow. Alles klar. Ey, dieses Dude zu spamming. So, dann hat er seinen nächsten raus. Ja, dann teleport ich mal. Nein? Ah ja, jetzt. Dann. Nächsten, oder? Nicht? Nein? Okay. Dann nicht. So. Probieren wir mal die Luftkombi. Wow, und jetzt ist er wieder voll, ne? Ah. Ah, ich hab grad was. Na, ist egal. Luftkombi. Ist das Jutsu schon gewesen? Ich habe überhaupt keinen Schaden. Warte mal, wie ging denn das? This is the ultimate Genjutsu. I rule everything here. Turns to dust.
There is no way to fight this Genjutsu. Alles klar. Aber irgendwas habe ich verpasst. Irgendwas habe ich gewaltig verpasst. Weil das überhaupt keinen Schaden macht. Naja, ist ja wurscht. I rule everything here. Turn to dust! Whether this is a Genjutsu or reality doesn't make any difference. You've already lost. Game over! There is no way to fight this Genjutsu. Ja. I believe that this victory will bring the village closer to peace. Das mit dem Jutsu muss ich mir noch mal kurz anschauen. Weil irgendwie war das bisschen unspektakulär. Aber naja, zurück zur Spielmodusauswahl. Wenn ich das YouTube mir angeguckt habe, werdet ihr es ja danach als Einblendung bereits gesehen haben. Von dem her würde ich sagen, was das von diesem Part von Naruto Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst. Nein, ich bin Kacke von Naruto Ultimate Ninja Storm 3 Revolution versus Duell. Ich habe immer noch diesen Full Burst so drin, wenn du das ein halbes Jahr lang quasi jeden Dienstag und Freitag schon auswendig runterleierst, dann bleibt das. Egal, Revolution versus Duell. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Wir sehen uns beim nächsten Part. Bis dahin. Ciao. Thank you.